Bam. Oh, guten Morgen, Rufus. Ich habe übrigens nachgeguckt. Der Opa wird wirklich von Scrooge McDuck gesprochen. Yes, Maddie hat's drauf. So, und das war aber auch alles an Euphorie für heute. Wir müssen mal gucken, wie wir Boso wieder auf die Beine kriegen, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, was die losen Enden sind. Das ist das Problem. Und ich habe heute eigentlich alles gemacht. Das heißt, eigentlich sollte ich für heute die Übersicht haben. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt erstmal mal ganz kurz in meinen Becher Kaffee, wie spät das ist. Und dann machen wir das. Sollen wir das so machen? Jo. Warte mal. 3, 2, 1 und los geht's. Mhm. Kalter Kaffee irgendwie. Das hat's mir angetan. Normalerweise sagen alle Leute immer, ja, kalter Kaffee, ne? Schmeckt überhaupt nicht. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich doch. Kalter Kaffee ist schon geil. Schon irgendwie, ne? Was ist das eigentlich für eine Musik? Das hört sich ein bisschen an wie die Smashline von diesem Krabben-Song, den wir beim letzten Spiel gehört haben. Ja. Ich brauche, um das hier zu schaffen, einen Austauschpunkt für den Rufus, der gerade im Organon ist. Im Organon, bei der Austauschstation nach oben eben. Und den anderen Rufus-Figuren. Das habe ich bisher nicht. Dafür muss ich erstmal diesen Super-Cowboy hier wegkriegen. Und das geht nicht. Kann ich was mit ihm hier machen? Kann ich ihm die Zähne putzen? Ich weiß nicht. Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste sein. Antragsformular bringt auch nichts. Rohrpost? Ich habe offenbar gar nichts dabei, was ich ihm in die Nase stecken könnte. Ich sollte meine Kofferpackstrategie noch einmal überdenken. Ich könnte ja die Rohrpost hier reinlegen, aber will er nicht. Solange die Rohrpost leer ist, bringt das nichts. Und Zahnbürste oder Antragsformular reinzupacken, sagt er, ist auch nicht drin. Ich hätte ja eigentlich gerne das Antragsformular da reingemacht. Solange das Formular nicht ausgefüllt ist, hat das wenig Zweck. Das nach unten geschickt und dann vom anderen Rufus mit seinem bepinselten Druckknopf dann einmal bedrucken lassen und dann wären wir fertig gewesen bei dem ganzen Bums hier, aber nö. Haben wir noch mehr Antragsformulare? Das ist alles derselbe Vordruck. Wenn ich noch einen brauche, weiß ich ja jetzt, wo ich Nachschub finde. Okay, das heißt, da könnte man theoretisch Fehler machen. Ja, aber wir wissen halt ja, Maddie macht diese Fehler nicht, sondern er macht es richtig. Punkt. So, okay. Hier habe ich keine Möglichkeit, woanders noch runterzukommen, nicht wahr? Ja, durch das Schrott. Ja, und jetzt ist er hier. Kann ich ihm ein Antragsformular in die... Vergiss es, du kommst erst vorbei, wenn du... Und wer will mich dran? Na, ich! Ja, okay. Alles klar. Bedeutet aber auch, dass wir hier nicht weitermachen können. Das ist noch nicht mal was Schlechtes. Wir machen jetzt mal hier weiter. Hier ist doch viel Platz zum Schlafen. Hier? Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Hier durch das Fenster wäre eine Austauschstation zu diesem Rufus, der gerade oben ist. Ja. Bringen wir uns aber nicht weiter. Gehen wir zur Laterne. Oh, die sind hier irgendwie... Nee. Was heißt denn hier Laterne? Nein! Nachtlager. Ja, sag ich ja, Nachtlager. So. Obere Steckdose, Sicherung, Steckplatz, untere Steckdose, ein Fernseher. Was ist denn... Ich dreh das mal um hier. Der Empfang hier unten ist ja... Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Wenn ich das drehe, habe ich eine Kochshow. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. So. Kann ich die Sicherung mitnehmen? Nee, die steckt zu fest. Ein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Stromspitze, untere Steckdose, Steckplatz. Was haben wir denn mal, um ein bisschen Chaos zu stiften hier?
Auf den kann ich nicht wechseln, warum nicht? Nur von hier aus? Ach so, weil ich das bin. Ja, ja, okay, alles klar. Ne? Genau. So. Antennengabel. Einmal. Ding, ding. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, diese Antennengabel, die wird sich hier noch als nützlich erweisen. Schauen wir mal. Indem ich die einfach mal hier in die Steckdose reinramme. Warum denn auch nicht? Da gehört eine Sicherung oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Und dann hier. Aua! Ich bin größer geworden, habt ihr das gesehen? Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Ich kann nicht mit der mittleren Steckdose interagieren. Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal. Leider bleibt, sonst könnte... Muss stecken bleiben, alles klar. Was haben wir denn noch? Babyfon. Papier. Es ist gerade so spannend. Naja. Nun. So. Ich habe gerade, warte mal, ich habe gerade eine Datei gekriegt von einem Kumpel, der mich fragt, wie viel Leute gerade gefragt sind. Ja. Ja. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Hallöchen, na? So, da sind wir wieder. Manchmal kriegt man eine Info und, ne, muss ich erstmal akklimatisieren. Hallo, na, so, Antenne, Goalie, Hansel, Fernseher. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Dafür brauchen wir aber Wärme. Wärme haben wir nicht. Wir haben eine Antennengabel, mit der können wir hier ein bisschen reinmeddeln und dann... Aber da fehlt uns doch was. Also, um diese Überspannung zu kriegen, wofür man die auch immer braucht... Aua! Aber, hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. So geht's. Also, haben wir irgendwas mit Gewicht? Druckerschwärze. Babyfon. Ich werde jetzt erstmal das Babyfon da drauflegen, so. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und eine profunde Kenntnis der geheimnisvollen Gesetze der Hebelwirkung. Du solltest gefälligst Wirkung tun, wenn du gezogen wirst von deines nächsten Hande. Das Ding ist, ich muss das Ding oben halten und nicht unten halten. Das macht das alles noch ein bisschen komplizierter. Aber wir kriegen das hin. Hierfür und du... Hebelwirkung. Ja. Sowas. Ich gehe jetzt nochmal auf den Rufus hier. Ah, da komme ich nicht durch. Wir brauchen aber auch nochmal... Wir brauchen jemanden, der sich für uns verbürgt. Ich werde jetzt einfach nochmal... Warte mal. Nee, das ist der falsche Rufus. Den hier brauche ich. Hui, irgendwann werde ich es lernen. Ich muss jetzt hier lang? Nee, muss ich nicht. Oh, nee, warte mal. Jetzt habe ich meinen Papierkorb geöffnet. Das wollte ich nicht. So, jetzt hier lang. Alles klar. Gut, zur Trümmersiedlung. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Casa Boso, zu Bosos Bett. Hallo Boso, du mit deinem kleinen, ne? Teddybär. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich mag nicht. Ich verstehe dich, Boso. Ich verstehe dich voll und ganz. Kann ich das Schwein erledigen? Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Papier? Ja. Okay, hier ein paar Regeln. Ich werde dir nicht den Hintern abwischen.
Okay? Abgemacht. Okay, gut, danke. Das wollte ich hören. Was ist denn, wenn ich dir hier ihr mal Papier gebe? Nur so. Habe ich dich nicht schon mal auf dem Cover einer Modezeitung gesehen? Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Ach, wenn ich nur ein bisschen jünger wäre. Was mache ich denn mit dem Babyfon? Ich bräuchte auch jemanden, der für sie arbeitet, ne? Ach so, warte mal. Ganz blöd, ich habe mit diesem Seilverkäufer ja noch gar nicht geredet. Huhu, einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha, ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich, tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Was kann ich denn machen? Probeexemplare. Samtig. Das schmeichelt dem Hals. Auslegeware? Schick. Die würden Gold bestimmt auch gut stehen. Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Willkommen in Morbid Moe's Strickparadies. Werbeschild. Auslegeware, Werbeschild. Moe's therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Das ist schon lustig, weil Moe bei... Und das mit den Feiertagen, das ist so eine richtig harte Simpsons-Anspielung, weil Moe von den Simpsons versucht, sich jedes Jahr zu Weihnachten umzubringen. Ja... Moe's therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Guckt sich das einer an. Der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Jetzt haben wir einen Flyer. Irgendwas, was fliegt. Okay. Ja, mit denen wird's nix. Ist Hottie eigentlich gerade wirklich so drauf, dass er sie es sich als Frau verkleidet, die sich als Mann verkleidet? Da sind wir schon so weit. Opa. Ich habe vielleicht die passende Therapie für Boso gefunden. Eben. Wenn es die Stricke sind, das habe ich ihm auch schon angeboten, wollte er nicht. Ach so, oh, dann suche ich weiter. Rede ich mal mit ihr. Ich habe vielleicht die passende Therapie für Boso gefunden. Wenn es die Stricke sind, das habe ich ihm auch schon angeboten, wollte er nicht. Ach so, oh, dann suche ich weiter. Schade. Okay, dann gebe ich ihm das mal direkt. Der schnelle Weg ist meist auch der bessere. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Okay. Was mache ich denn mit dem Papierflieger immer? Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Kann ich mit denen noch was machen? Hallo nochmal. Ui, guck mal, Muck. Unser Freund. Ach, was. Ich glaube, die haben wir abgefrühstückt. Ich gebe ihr mal den Flyer.
ihr ihm es... Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Okay. Eine Teigtasche kostet 1,25 Slotty. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Du machst Teigtaschen in der Fritteuse? Hör mal, ich mach gar keine Teigtaschen. Das macht meine Aushilfe. Und die kennt sich auch mit den Namen der Geräte aus. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert nicht einfach so zum Fenster rauswerfen. Wenn ich jetzt dem... Nicht dem Strickladen. Ja, da haben wir ja nur den Flyer. Mehr kriegen wir da nicht raus. Wenn ich jetzt zur Therapie gehe und sage, guck mal hier, ich habe mir schon einen Strick geholt. Ach, lässt er jetzt schon Flyer verteilen? Lassen Sie mich damit in Ruhe. Ach, kommen Sie. Konkurrenz belebt das Geschäft. Nun, nicht in diesem Fall. Ach ja. Ich bräuchte noch eine Therapie. Schon wieder? Es geht hier eigentlich nicht um mich, sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut, warum nicht? Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium startet in Richtung Utopia. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Ja, kommen eben. Wir also zum nächsten Bild. Was kann ich denn ändern? Was kann ich ändern? Was erkennen das Sie da hierauf? Genau das da. Vögelein von mir aus. Ein niedliches Vögelein. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon. Aber egal. Machen wir einfach weiter. Was erkennen Sie hierauf? Eine... Ich habe keine Lust mehr zu spielen. Wie Sie wünschen. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Ich will doch nur diese... Mann, wo kriege ich denn... Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Zumindest nicht auf diesem Blatt Papier. So. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. So, jetzt habe ich hier ein geschwärztes Papier. Kann ich das bedrucken? Würde ich Irko heißen, könnte so... Kann ich denn jetzt einfach dieses geschwärzte Papier in seine komische Mappe legen und dann irgendwie... Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje. Das war erstaunlich lustig und aufschlussreich, aber hat uns überhaupt nicht weitergebracht. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Wir haben ein geschwärztes Papier und wir haben... Die einzige Möglichkeit, diesen komischen Farbeimer zu verwenden, war, Papier zu schwärzen. Ja, aber was sollen wir denn damit anstellen, hör mal? Es wird wieder schon so. Es wird schon wieder so, Digga. Genau so. Ja.